Hey Leute, ich grüße euch. Tja, zwischen all den Roomtour-Versprechungen, ja, ich stehe hier gerade im Hobbyraum, wo noch alles relativ unsortiert ist und noch, ja, sagen wir mal, kreuz und quer und falsch steht, bin ich gerade am Sortieren der Super Nintendo-Spiele und zwischen jetzt eben diesem Roomtour-Video, was ja schon so lange erwartet wird, und den ständigen Neuzugänge-Videos, die ich jeden Monat bringe, habe ich mir gedacht, komm. Jetzt zeige ich euch einfach mal ganz kurz ohne Super Famicom meine Super Nintendo Spielesammlung. Ja, ich bin noch weit entfernt von einem Full Set, aber ich bin trotzdem ganz zufrieden, da ja der Super Nintendo nicht mein Hauptgebiet und mein Schwerpunkt ist. Aber lasst euch einfach mal überraschen. Ich habe mir da eine ganz neue und doch recht interessante Präsentations, wie soll ich sagen, Art und Weise ausgedacht. Und zwar seht selbst. Ich habe sie einfach mal als Spur gelegt. Und diese Spur führt jetzt, ja, vom Hobbyraum ein gutes Stück durch unser Häuschen. Ja, dann lasst euch mal überraschen. Ich versuche, die Kamera möglichst still zu halten. So, jetzt gehen wir die Treppe hoch. Veränderte Lichtverhältnisse werdet ihr jetzt wahrscheinlich eher nicht feststellen. Ich habe ja das Licht an von der Kamera. Und ja, schauen wir doch mal. Wie ihr seht, da ist einiges. Hier liegen sie doch recht, echt eng gedrängt. Ja, vielleicht ein bisschen näher hingehen und ein bisschen langsamer machen, gell? In der Ruhe liegt die Kraft, heißt es doch immer. Sie sind natürlich auch nicht alphabetisch sortiert. Ihr seht, es sind PAL-Spiele und auch ein paar wenige US-Spiele dabei. Naja, Big Boxen habt ihr auch schon gesehen. Wenn ihr irgendwas halt länger betrachten wollt, werden wir wahrscheinlich um die Pausenfunktion nicht rumkommen. Da ich ja dennoch das Handy in der Hand halten muss, versuche ich das, wie gesagt, möglichst gerade zu machen und ohne möglichst irgendwelche Störgeräusche zu erzeugen. Ja, nun sind wir schon vom Keller, wie ihr hier vielleicht mitgekriegt habt, die ganze Zeit im Erdgeschoss. Ich glaube, am Anfang war ich ein bisschen zu schnell, aber mein Gott, das sollte jetzt einfach wirklich mal ein kleiner Spaß sein und ein kleiner Überblick. Einfach mal was anderes. Irgendwann werde ich die Sammlung sicherlich noch mal genauer und deutlicher vorstellen. Ja, wie ihr vielleicht seht, wir sind schon bei der nächsten Treppe angelangt. Wir bewegen uns schon in den ersten Stock. Der Hals wieder ein bisschen. Ja, ein paar andere Sachen können eventuell, wenn sie am Rand stehen, auch noch ins Bild kommen. Aber solange es mit Videospielen zu tun hat, ist das, glaube ich, nicht so das Riesenproblem für euch und für mich auch nicht. Aber ich sag euch, ohne Halterung oder Stativ oder eine Kameraschlaufe oder so ist das mit dem Handy tatsächlich gar nicht so super easy und nicht anstrengend, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe. Aber naja, kriegen wir hin. Ist ja Gott sei Dank nicht so viel. Super Nintendo Sammlung relativ überschaubar, wie ihr seht. Kommen wir gerade an der Vitrine vorbei. Da stehen die schönen Street Fighter und Mortal Kombat Figuren drin, die Statuen. Jetzt geht es schon weiter. Ja, wir befinden uns immer noch im ersten Stock. Ich hoffe, dass unsere oder meine eventuell englischsprachigen Zuschauer auch ein bisschen Freude dran haben, da ich ja jetzt doch nur Deutsch spreche. Aber ich glaube, die Bilder sprechen an sich für sich. Ja, jetzt würde es hier tatsächlich schon
etwas dunkel werden. Die natürliche Lichtquelle, die Sonne, die ist nun mittlerweile schon so leicht verschwunden. Die einzige Holztreppe im Haus. Wir bewegen uns in den zweiten Stock. Auch das einzige Zimmer im Haus, was wirklich einen Teppich hat. Da ist unser Sohnemann zu Hause. Bis wir dann jetzt tatsächlich zum Ende kommen, wo am Ende abschließend mit dem Justice League hier und dem Donkey Kong, ja, noch ein bisschen meine Upgrades liegen. Also alles, was ich irgendwie mal noch ersetzen muss in einem perfekten Zustand. Ja, Freunde, ich hoffe, dieser kleine Ausflug hat euch gefallen. Bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Dachte eigentlich so an 5 Minuten, aber ich habe selbst beim Auflegen gemerkt, ist doch etwas mehr, als man so im Regal nebeneinander gelegt vermuten möchte. Ne? Aber gut. Lasst mir wie immer einen Daumen da, würde mich freuen über ein paar nette Comments, ein Abo, ja, bei 172 stehe ich momentan, ist nicht viel, aber für mich ist es schön. Ja, des Weiteren wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns wieder bei den Juli-Neuzugängen, der Teil 2, ja, der ist bald fällig. Alles klar, Leute, bis dahin, macht es gut.